Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Spyro Reignited Trilogy. Wir haben immer noch ein paar Edelsteine, die wir sammeln müssen. Allzu viel sind, naja gut, 113 etwa. Die wir einsammeln müssen. Aber sollte nicht mal allzu lange dauern. Ja, jetzt haben wir schon mal 665 von 700. Jetzt müssen wir irgendwo hier. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele sind. Guck mal. So, jetzt müssen wir irgendwo dahin noch. Ah, guck mal da oben. Und dann haben wir auch die 100% hier. Toppi. Das heißt also, wir können uns in den anderen Welten die 100% schnappen. Und dann können wir uns auch in den anderen Welten die 100% schnappen. Und dann in der letzten Oberwelt die letzten Welten machen. Dann können wir uns auch der Zauberin stellen. Aber ich glaube, die Zauberin wird nochmal stark. Nessie war ja noch okay, aber Ripto war schon, der hatte schon was drauf. So. Machen wir gleich da. Das Abenteuer geht weiter. Na, dann machen wir weiter und laden nicht ewig. Obwohl, wir können eigentlich gleich den hier nutzen. Dann gehen wir erstmal gleich nach hier oben hin. Blöden Scheiß Krebse. Können wir gleich mal Sparksy? Jäger! Ich habe schon ziemlich schnelle Feuerschnecken gesehen. Willst du gegen diese Typen antreten?
setzen ein Ei, das du nicht gewinnst. Ich bin bereit. Du kannst mein spezielles Rennbord benutzen. Mit jedem Trick, den du machst, baut es deine Turboladung auf. Du kannst deine Turbos benutzen, indem du Stürmen drückst. Alles klar. Au. Okay. Mann. Hey, das ist gar nicht so einfach. Von da ich jedes Mal wieder da lande. Ach so. Alles klar. Mann, das gibt's doch nicht. Ey. Ey, so behindert fällt kein Mensch wie mir. Ey. Ich meine, gut, dass das Rennen jetzt hier nicht einfach wird, das war mir schon klar. Ey, da drückst du schon springen und dann sowas. Nee.
Ich verstehe die Logik eben nicht dahinter. Die muss mir mal einer erklären. Geht doch. Ey. Bist du jetzt nach den Rinoxen eine echte Herausforderung? Du bist schnell, aber ich wette, du kannst nicht alle Krabben auf der Strecke besiegen und mich trotzdem schlagen. Sag die Zeit, ich versuch's. Wirklich? Wirklich? Okay, zwei Stück. Eines da. Und wo ist die letzte? So, jetzt müssen wir nämlich bloß noch erst ins Ziel kommen. Mehr ist das nicht. Sollte eigentlich leicht sein. Sollte. Nice. Aber wir finden hier trotzdem noch ein paar Rubinchen. Ich hoffe, ich finde hier noch alle. Gut, das war der. Das ist jetzt vollkommen egal.
Also da fehlen mir noch ein paar. Wie viele Eier fehlen mir hier noch? Eins, ne? Und so viele Rubine, alles klar. Da oben waren wir auch. Es müsste eigentlich bloß noch ein Geier auch fehlen, der ein paar Rubine hat. Aber erstmal tauchen wir wieder dahin ab. Blöds Federviech. Guck mal. Dann hätten wir zumindest erstmal alle Eier. Nicht wahr? Da auch noch? Sparksy. Wenn wir nicht wollen, wenn wir da überall noch was haben. Okay, trotzdem muss ich noch mal wieder nach da oben hin. Gut, das wäre dann auch erledigt. Ich hab. Einmal. Okay, dann war es das also. Okay. Film bloß noch da. Alles klar. Ich will die letzten 100 Stück hier wenigstens noch in dieser Folge schaffen. Schneid das natürlich dementsprechend. Okay.
Da unten befinden sich auch noch welche. Oh Gottes Willen. Ey, wer sich den Scheiß hier ausgedacht hat, ne? Mit diesen neuen Tümpel. Aua! Du sollst ja auch schon reingehen, Spyro. Den Eingang verpasst. Aber wie soll ich denn da oben rankommen? Wie zum Teufel soll ich denn da oben an die Dinge rankommen? Ich meine, Eier haben wir ja alle jetzt. Geht doch. Geht doch, jetzt muss ich bloß noch dahin. Oh, sag mal, geht's dir hier gut? Alter, da wirst du penetriert von so einer scheiß Ratte. Krabbel. Ich hab. Okay. Sind noch nicht alle. 4 Stück fehlen mir noch. Und die sind irgendwo dort. Irgendwo dort unten. Okay. Und okay, ich muss einen Weg finden, dort hier hinzukommen. Was nicht so einfach ist.
Jedenfalls muss ich da hinten hin. Ich glaube aber, ich weiß schon wie. Es wird zwar ziemlich knappi werden. Aber es ist machbar gewesen. Okay, aber immerhin haben wir hier die 100%. Das heißt, nächste Folge werden wir uns die Feuerwerkfabrik und die Honigwarmstrecke nochmal vornehmen, wegen Jäger. Deswegen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, Alex. Macht's gut und haut rein. Ciao.